Und deine Telefonnummer? Ist dein Mann hier, oder? Nein. Soll ich das abchecken? Oder ist dein Bruder? Mein Bruder, ja. Ist dein Bruder? Super Bruder hast du. Ja, jetzt pass auf. Ich habe ja ein Kartenspiel und die sind alle unterschiedlich, siehst du? Nein, Joker. Joker sind immer doppelt, dann schmeiß ich meine weg. Gut, dann, sonst sind unterschiedliche Karten. Warte mal, dann schauen wir. Das dauert. Aber nur noch hier hinten. Da hinten kannst du auch gucken. Nochmal Joker, jetzt hast du schon mal. Ja, du kannst alle Joker rausmachen. Joker sind immer vier Stück wahrscheinlich. Es sind vier Zehner, vier Sieben. Das sind drei. Du hast gewonnen. Aber macht ja nichts. Ja, kein Problem. Du wirst jetzt eine Karte ziehen? Ja. Und ich darf dich sogar sehen. Okay. Ja? Also ich ziehe einen und du, ich schaue. Wir machen so. Ich blätter durch, du sagst irgendwann Stopp. Und bei der Karte, die du stoppst, die nimmst du draußen und wir gucken uns gemeinsam diese Karte an. Ja, okay. Verstanden. Bist du bereit? Jo. Stopp. So schnell. Dann musst du jetzt die Karte anschauen. Okay. Ich kann auch gucken. Kreuz 5. Die Karte ist Kreuz 5 und es gibt auch einen Grund, warum ich habe dich genommen. Weil du so eine magische Augen hast. Ja? Und du musst jetzt mit deinen Augen, nicht mich verzaubern, du musst jetzt mit deinen magischen Augen die Karte verzaubern. Ah, okay. Dreh dich ein bisschen, die wollen dich aussehen. Jetzt pass auf, du musst genau auf die Karte gucken. Okay. Und so, mach mal so, guck mal zu mir einen Blick so. Eine auch ein bisschen mehr zu. Ja. Nur eine. Also ein Auge durch zu machen. Bisschen nur. Ja, und jetzt guck auf die Karte. Ja, so. Ja, so. Und dann du musst mit dem Mund so machen. Doch, doch, doch. Das ist klar. Dass es schneller geht, mach's gleich. Super. Super, und jetzt ernst bleiben. Ich mache hier Kultur und kein Scheißdreck. Und jetzt guck drauf. Und denk dir, du blöde Karte, ich verzauber dir. Denk. Aber denk laut, ich will es hören. Du blöde Karte, ich verzauber dir. Ja, geil. So. Jetzt nimm die Karte und steck die irgendwo da drin. Okay, mach deine Augen zu. Das Spiel mal selber. Ja. Okay, hab ich. Eigentlich weiß ich es. Nimm trotzdem jedes Mal Frauen auf. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Also, deine Karte ist jetzt verzaubert. Und du kannst wieder platzen. Dankeschön. Okay, bitteschön. Hallo. So. Und ich habe hier zwei Glasscheiben und die sind aus Plastik. Aber ist furzegal, ja. Am Anfang, ich hatte Glasscheiben, aber die sind mir dauernd kaputt gegangen. Und die, ich mache jetzt da drin. Auf meine Ständer. Ihr könnt mal ein bisschen pfeifen, solange bis das Ding feststeckt. Ja, super. Jetzt pass auf. Schön festmachen. Hier drin ist deine Karte. Wenn dein wirklicher Blick ist, so verzaubermäßig, wie du aussiehst, dann muss diese Karte, ich schmeiß das ganze Spiel da drauf, alle Karten fliegen runter. Nur deine Karte durchdringt die Scheibe, die erste, und bleibt zwischen die Gläser kleben. Mhm. Aber nur wenn deine Augen funktionieren. Wenn nicht, geh zum Auge an. Okay. Versuch die Karte zu nehmen. Geht nichts. Und jetzt? Sie geht auf die Tür. Dankeschön. Ich liebe Deutschland. So, ich habe noch eine kleine Nummer und dann kommt der Giampiero wieder zu mir und wir machen mal ein bisschen Musik. Ja, du, willst du vielleicht Ketchup? Das ist so krass.